Adler aus Mannheim, der Liga-Primus der Penny DEL, zu Gast bei den Fishtown Pinguins in Bremerhaven. Die Mannheimer nur mit 4 Niederlagen aus 25 Spielen souverän an der Tabellenspitze im Süden. Und die Fishtown Pinguins zuletzt 2:5 in Straubing verloren. Da lief vieles nicht rund. Mannheim mit dem besseren Start in Bremerhaven. Sehr, sehr druckvoll mit den ersten Möglichkeiten in einem sehr hochklassigen Spiel. Beide Mannschaften top drauf, aber Mannheim mit den ersten Möglichkeiten. Da war Felix Schütz mit dabei. Von der blauen Linie bringt Larkin die Scheibe noch mal nach vorne. Noch einmal Felix Schütz. Gute Möglichkeiten für die Adler. Aber sie kommen nicht vorbei an Brandon Maxwell, der gut aufgelegt ist. Wie gesagt, beide Mannschaften mit viel, viel Energie vom ersten Bulli weg. Das war hier ein echtes Spitzenspiel. Mannheim zunächst stärker, dominant. Die Fishtown Pinguins aber versuchen ihrerseits zu kontern. Und sie nutzen diese Möglichkeit. Dominik Uhrt zum 1:0 kurz vor Ende des ersten Drittels. Schon herausgespielt. Friesen legt einmal quer. Dominik Uhrt zieht ab. Keine Abwehrmöglichkeit für Dennis Endras. Bremerhaven mit der wichtigen 1:0-Führung. Pavel Groß musste da noch nicht sonderlich unzufrieden sein. Seine Mannschaft spielte ordentlich, nur das Ergebnis, das stimmte nicht. Im zweiten Drittel zunächst Überzahl für Mannheim. Hier ein Foul von Patch Alba gegen Felix Schütz. Powerplay also für die Gäste. Und die Chance, das 1:1 zu machen. Sie sind immer noch engagiert, die Mannheimer. Schussmöglichkeit aus der Mittelstürmerposition für Jean Collins, der allerdings verzieht. Schön herausgespielt. Layer noch einmal in die Spitze, einmal zurück. Und Collins mit der Riesenmöglichkeit. Aber im Laufe des Spiels verlieren die Mannheimer so ein bisschen ihren Plan. Bremerhaven steht konstant gut und Bremerhaven spielt clever. Hier Überzahlspiel. Die Scheibe kommt zu Stanislav Dietz, der zieht ab und er markiert das 2:0. Dennis Endras sieht nichts, kann hier nicht mehr eingreifen. Bremerhaven erhöht. Und dieses Ergebnis geht in Ordnung mittlerweile, weil Mannheim zu wenig macht in der Offensive. Bremerhaven gewähren lässt und Bremerhaven nahezu fehlerfrei agiert. Mannheim ist bemüht, versucht zwar immer noch in Richtung Tor von Brandon Maxwell zu kommen, aber die Bremerhavener arbeiten wie hier richtig gut an der eigenen blauen Linie. Und dann sehen wir uns diese Traumkombination an. Legic rübergelegt zu Urbas, der quer zu Werlitsch, 3:0. Traumkombination in der Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz. Werlitsch hier geschickt weitergelegt, zunächst auf Jeglic. Der sieht gleich Urbas, der kommt aus dem Hintergrund, der noch einmal weiter zu Werlitsch, 3:0. Bremerhaven kombiniert sich traumhaft zur Führung. Von Mannheim kommt dann nicht mehr viel. Pavel Groß ist bedient. Seine Mannschaft hat komplett den Erfolgsweg verloren. Im letzten Drittel spielen wieder die Fishtown Pinguins. Und sie spielen nach wie vor souverän. Sieger Jeglic lässt den ersten stehen. Kettic lässt Reul stehen. Dann der Querpass zu Mauermann. 4:0. Das war zwischenzeitlich schon die Entscheidung. Mannheim zu leblos, zu passiv. Jeglic lässt hier zwei Mannheimer stehen. Der geschickte Querpass Ross Mauermann, 4:0. Dennis Endras konnte einem leid tun. Er konnte an den Gegentreffern nichts verrichten. Der Frust kam durch. Und jetzt hier ein harter Check von Dennis Reul gegen Dominik Uhr. Dafür gab es eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Reul. Und dann nochmal eine leichte Faustkampfaktion, Ty McGinn gegen Dennis Reul. Aber im Grunde war es ein fairer Eishockeyabend hier in der Eishockey-Arena in Bremerhaven am Wilhelm-Kaisen-Platz. Powerplay nochmal für die Fishtown Pinguins, doppelte sogar. Und das ist das 5:0. Stanislav Dietz zieht ab. Doppelpacker für den Verteidiger aus Tschechien. Bremerhaven macht den Sack endgültig zu. 5:0. Und Pavel Groß ist bedient. Es ist die 5. Niederlage für Mannheim. Yeah, I mean, we were pissed off at our performances for the last little stretch, and you know, this is the way that we have to play, and this is the way that we can play. Wir haben jetzt die letzten 2-3 Monate super Eishockey gespielt, enge Spiele, die wo 3-0 hinten lagen sind. In Ingolstadt zum Beispiel im ersten Drittel sind wir zurückgekommen, gleich in 9 Minuten. Und da müssen wir jetzt positiv bleiben. Und wie gesagt, die Saison ist noch lang und jetzt geht es morgen gleich weiter in Wolfsburg. Die Fishtown Pinguins festigen ihren zweiten Platz in der Nordgruppe mit diesem Heimerfolg. Und die Mannheimer, trotz der Niederlage, bleiben sie souverän Tabellenführer im Süden. Alle Spiele der Penny DEL live.
Nur bei Magenta Sport.